zwei Geschenktipps für DSLR-Anwender und DSLR-Freunde, natürlich auch für Systemkamera-Freunde. Hier zeige ich eine Lösung, wie man mit einem Smart-Gerät die Kamera fernsteuern kann. Das gibt es natürlich auch für Systemkameras, aber wir zeigen es bei Canon DSLR und dann zeigen wir Makrolösungen, wie Sie ein Normalobjektiv zu einem Makroobjektiv umrüsten können. Das geht ganz einfach mit elektrischer Steuerung, mit einem Satz Zwischenringe, und dann können Sie praktisch mit jedem Normalobjektiv ganz tief in den Makrobereich vordringen. Wir zeigen hier im Studio Anwendungsbeispiele, wie die Vergrößerung dann mit diesen Zwischenringen ausfallen. Natürlich braucht man dann auch im Nahbereich bevorzugt Licht, Speziallicht, und da zeigen wir dann auch eine Ringleuchte von JJC. Die ist sehr gut verarbeitet, schön hell, farbneutral, aber besonders günstig. Die kostet also nicht mehr als 50 Euro und hat eine wirklich tolle Ausstattung. Hier zeigen wir dann auch Outdoor-Beispiele, wie ich in diese Ringleuchte dann auf Spinnentierjagd ausgehe. Also wenn Sie Spinnen mögen, ich mag sie, vor allem die Augenpartie, dann ist diese Ringleuchte und der kleine Report dazu vielleicht interessant für Sie. Und apropos Licht, wir haben auch eine Mini-LED-Taschenlampe. Die haben wir modifiziert und bieten sie in einer Traumfliege-Edition an. Damit kann man kreative Langzeitbelichtungen machen. Auch bei Dunkelheit muss es nicht langweilig werden. Man kann kreativ vorgehen, und wenn das Licht fehlt, ja, auch da ist ein Schwenkdiffusor hilfreich, weil er das Licht breit streut. Und hier zeigen wir also Vergleiche und hoffen, dass wir sie anregen können mit geschenkt Tipps für DSLR-Freunde. Ja, ein Smart-Gerät, da ist für viele schon etwas Selbstverständliches geworden. Hier habe ich also so ein Tablet, 8 Zoll Tablet. Das ist hier so ein Samsung Tab 3. Ja, die sind zunehmend verbreitet und sind auch wirklich fantastisch. Man kann damit surfen. Das will ich Ihnen jetzt gar nicht weiter erklären. Aber DSLR-Fotografen, Canon DSLR-Fotografen vor allem, können ihre Kamera mit zu einem Smart-Gerät aufrüsten. Viele wissen das schon. Wir haben da ja schon einige Inhalte zu gemacht. Ich zeige es Ihnen trotzdem nochmal, damit Sie es einfach mal sehen. Ich habe jetzt hier also ein Kabel. Das geht also mit allen, sagen wir mal, mit den meisten Android-Smart-Geräten. Das verbinde ich jetzt hier einfach an diesem USB-Port und ja, kann jetzt die Smart-Geräte einfach mit diesem USB-Kabel dann verbinden. Und ich mache das jetzt mal live, dann sehen Sie eigentlich auch mal, was das für wie schnell das geht und wie einfach das ist. Und jetzt fragt er mich hier schon, ja, was soll hier geladen werden? Jetzt sage ich ihm, lade mir die App DSLR-Controller, und dann startet jetzt eine App. Die muss man sich kaufen, die kostet nicht viel, 7,13 Euro glaube ich im Moment. Und jetzt sehen Sie hier das Live-Bild, was Sie hier vorne von der Kamera stammt. Ja, und jetzt kann ich die Kamera sogar steuern, auslösen natürlich. Jetzt habe ich sie aufgelöst, und hier gibt es unglaublich viele Funktionen. Ich kann natürlich die Parameter verstellen, die Blende hier zum Beispiel, die mittlere Belichtungsstufe, den ISO-Wert. Und das Tolle ist, ich habe jetzt ein Touchscreen. Es gibt nicht viele Kameras, die ein Touchscreen haben. Und hier habe ich zum Beispiel EOS 6D, die hat leider kein Touchscreen. Und ich kann jetzt sogar auch Video starten und stoppen. Da gehe ich jetzt einfach in die Videofunktion rein. Jetzt habe ich hier schon einen Video-Button und kann jetzt hier auch das Video, jetzt mache ich mal hier, also jetzt starte das Video, und jetzt sehen Sie hier sogar noch das Video-Live-Bild, während ich aufnehme, und jetzt stoppe ich das, und das sind nur ganz wenige Funktionen. Also Sie können die Kamera fernbedienen, Sie können einen Touchscreen nachrüsten. Ja, Sie brauchen ein spezielleres Kabel, das nennt sich USB-Host-Kabel oder OTG-Kabel. Und ja, ich will das Smart-Gerät natürlich so jetzt nicht unbedingt in der Hand halten. Jetzt wechsle ich nochmal hier in den Fotomodus, sondern würde es natürlich gerne irgendwo ablegen. Und da haben wir also eine spezielle Halterung, das Handy und DSLR-Connector-Tablet. Und das ist also eine Tablet-Halterung, die funktioniert auch mit Smart-Geräten, also nicht nur mit Tablets, sondern eben auch mit Handys. Sie brauchen also nicht unbedingt ein Tablet, sondern Sie können auch ein Handy hier einklemmen. Und ja, jetzt habe ich natürlich eine fantastische Möglichkeit, hier
direkt mit dieser Halterung in alle Richtungen zu drehen und zu schwenken. Jetzt kann ich das Teil auch nach vorne drehen und schwenken und habe ja den Touchscreen und alle Funktionen. Ja, fantastisch. Ist ein Megaseller, weil man braucht es einfach. Ich nutze das eigentlich auch regelmäßig, wenn ich draußen bin. Habe ich also mein Smartgerät dabei, natürlich auch unsere Halterung. Man kann das auch drahtlos machen. Die 6D und die 70D bei Canon, die haben eine eingebaute WLAN-Funktion. Da braucht man nicht unbedingt dieses Kabel, aber dieses Kabel brauchen Sie schon, wenn Sie filmen wollen, weil das geht leider nur über Kabel, nicht über die interne Wi-Fi-Funktion. Also hier. Und das geht natürlich nicht nur mit der 6D, sondern mit praktisch allen neueren Canon DSLR. Das geht schon ab der 40D, 50D, 450D. Auch die noch älteren funktionieren, die sind dann etwas eingeschränkt. Also Kameras mit Live-Bild-Funktion sind zu empfehlen. 5D Mark III, 1DX, 6D, 70D, 60D, 50D. All diese aktuellen Canon DSLR funktionieren hier. Und Sie brauchen halt ein Smartgerät, was so ein bisschen aktueller ist. Am besten mit Android ab Version 4 aufwärts. Geht auch mit 2.3 zum Teil. Da haben wir auch noch einen Report, gucken Sie da rein. Aber die Halterung und die passenden, auch kurzen Kabel haben wir bei uns im Traumfliegershop. Handy und DSLR Connector Tablet, auch geeignet für Smartgeräte. Also nicht nur für Tablets, sondern eben auch für Handys. Ja, auch jetzt in der dunklen Jahreszeit lohnt es sich, in den Nah- und Makrobereich weiter vorzudringen. Es gibt ja auch Leute, ich sag mal, die zu Hause bei sich ganz spannende Sachen entdecken möchten. Mineralien, Briefmarken, irgendwelche technischen Details, Prozessoren und so weiter, sollte man nicht unterschätzen. Auch zu Hause bei sich in der Wohnung hat man eine fantastische Landschaft, die man im Makrobereich oft gar nicht kennt und wo es richtig Spaß macht, selbst wenn es draußen stürmt und kalt und unangenehm ist. Man muss ja nun nicht im Makrobereich immer draußen im Sommer, im Frühjahr mit Insekten und so weiter operieren, sondern auch zu Hause macht das viel Freude. Und gerade wenn man keine Lust hat rauszugehen, würde aber gerne irgendwo mit der Kamera vielleicht hantieren, lohnt es sich in den Makrobereich vorzudringen. Und es gibt einfache Möglichkeiten, den Makrobereich zu erobern. Und hier habe ich zum Beispiel, Zwischenringe ist eine Lösung und ein Lösungsansatz, der wirklich hervorragend ist. Zwischenringe kann man die Mindestdistanz reduzieren. Und hier habe ich also einen Satz Portex-Zwischenringe, die sind sehr hochwertig mit elektrischer Übertragung, aber vergleichsweise preisgünstig, muss man sagen. Und hier hat man also die Möglichkeit, aus einem ganzen Satz entweder den ganzen Satz zu benutzen. Das sind also drei Zwischenringe. Und hier hat man also einzelne Ringe, einen schmaleren Ring und einen mittleren Ring. Die kann man also, wie gesagt, hier einzeln abnehmen. Und hat dann, je breiter der Ring ist, umso höher ist die Vergrößerung. Und ja, da kann man also zum Beispiel sich so ein Set-Objektiv nehmen und sagen, okay, ich will dich da ran, also nehme ich mir ein oder mehrere Zwischenringe und kann jetzt viel dichter ran ans Motiv und die Abbildungsgröße steigt. Dieses Objektiv hat jetzt hier zwar noch einen Makromodus, aber man kann also noch höhere Vergrößerung erzielen als hier, wenn man diesen ganzen Satz benutzt, erheblich größere Vergrößerung als im Makromodus. Man kann das auch kombinieren mit dem Makromodus und man kann natürlich auch, das wissen viele auch nicht, diese EFS-Objektive, die man dann bei den APS-C-Modellen findet, kann man dann auch benutzen, hoffe ich jetzt mal, das funktioniert, wie Sie sehen, auch EFS geht. Das geht ja zum Beispiel mit Telekonvertern nicht, aber mit Zwischenring funktioniert das auch und jetzt habe ich hier wirklich ein hochwertiges, vollwertiges Makroobjektiv allein durch so einen Zwischenring mit elektronischer Übertragung, Blendensteuerung, alles dabei. Autofokus kriegt jetzt ein bisschen weniger Licht, der funktioniert auch noch, aber je tiefer jetzt die Baulänge ist, je mehr Ringe man nimmt, umso weniger wird man mit dem Autofokus arbeiten. Dann das kostet schon ein bisschen Lichtleistung, das ist klar. Je höher die Vergrößerung, umso weniger Licht kommt da natürlich an. Aber alle Funktionen dabei und kompatibel zu EFS auch noch, was man bei Telekonvertern zum Beispiel, die ja dann die Brennweite verlängern, nicht kann, kann man mit diesen Zwischenringen. Also Portex-Zwischenringe, eine Idee. Die andere Idee kennen viele ja auch schon mittlerweile. Retroadapter,
Auch wirklich eine spannende Sache. Da hat man auch sehr hohe Vergrößerungsabbildungsmaßstäbe. Ist sogar noch etwas günstiger. Aber Zwischenringe für viele auch wirklich eine tolle Makromöglichkeit. Jetzt eine Live-Demo. Zunächst ein Standardobjektiv ohne Zwischenringe. Hier sehen Sie ein Mini-Fahrzeug. Dichter als so komme ich nicht ran. Es wird nicht größer, sonst würde es unscharf werden. Und jetzt mit Zwischenringen das Ganze. Und hier sehen Sie, wie dicht ich jetzt rankomme. Und das nehme ich mal im Video auf. Dann können Sie sehen, wie groß dieses Miniaturfahrzeug dank dieser Zwischenringlösung wird. Das ist also kaum mehr als 1 cm hier an der Vollformat DSLR Format 5 abgelichtet. Also hier ein ganzer Satz Pottex Zwischenringe auf einem Standardobjektiv genutzt. Ja, nicht nur im Makrobereich, aber auch im Makrobereich hat man dann oft gerne, um die Schärfentiefe zu erhöhen, eine höhere Blendenzahl, eine größere Blendenzahl. Und dann kommt wenig Licht an, dann braucht man eigentlich auch Ersatzlicht, weil das Umgebungslicht dann möglicherweise nicht mehr reicht. Und man greift dann natürlich auf Kunstlicht zurück. Man kann natürlich dann auch Makro-Blitzlicht einsetzen, da gibt es natürlich auch Lösungen für. Aber Videofilmer zum Beispiel, die sagen, ja, ich will auch mal einen Videofilm im Nahbereich, im Makrobereich aufnehmen, die gehen dann leer aus. Und für solche Leute, aber nicht nur, natürlich auch für die Fotografen, wirklich hervorragend ist diese JJC-LED-Ringleuchte mit 60 LEDs. Und ich finde die wirklich, also persönlich, klasse. Das ist jetzt nicht nur, weil ich jetzt ein Produkt hier einfach zeigen will, sondern die ist nicht teuer. Das ist also wirklich überraschend, muss man sagen. Und für diese Preisklasse ist sie auch wirklich überraschend hochwertig gefertigt. Da gibt es nichts dran. Und die ist sehr hell und sie ist dimmbar und fasst sich gut an. Und es gibt verschiedene Adapterringe, um sie, hier ist also eine ganze Palette an Adapterringen. Allein solche Adapterringe wären schon den Kaufpreis wert. Ist alles dabei, braucht man nicht extra kaufen. Es gibt viele Geräte, wo man sagt, okay, die schraubt man jetzt vorne auf die Frontlinse drauf. Jetzt brauche ich für mein Objektiv A, B, C jeweils eigene Anpassungsringe. Da machen die Hersteller die Hände auf und sagen, ja, haben wir, kannst du kriegen. Musst du uns aber leider vergüten. Kostet oft dann fast genauso viel oder den halben Preis von diesem Ringlicht. Und hier sind die Adapterringe nicht nur dabei, sondern das ist wirklich eine ganz tolle Leuchte, die in dieser Preisklasse, egal wie viel sie kostet, ich finde die super und ich habe sie gerne, wirklich gerne im Einsatz. Jetzt also hier in der Live-Studio-Demo das JJC-Ringlicht mit 60 LED-Lampen. Hier sehen Sie auch wieder Zwischenringe und hier habe ich ein 50er-Objektiv drauf. Sie sehen also, wie dicht ich rankomme, aber das Licht ist jetzt auch hervorragend, weil ich es jetzt ohne Abschattung frontal und wenn ich ganz dicht rangehe, sogar noch ein bisschen seitlich ausleuchten kann. Und ja, Farbtemperatur ist hier tageslichtähnlich, 5600 Kelvin, 4 Mignon Batterien drin. Extrem lange Lebensdauer dieser LED-Leuchten. Hier zeige ich es mal im Outdoor-Einsatz. Hier bin ich auf der Jagd nach einer Springspinne mit einem Einbeinstativ. Und hier mache ich auch im Mischbetrieb mal ein paar Fotos, aber versuche sie auch im Video einzufangen. Hier bin ich also an einer Mauer mit einer kleinen Springspinne, die ich da verfolge. Wenn die Spinnen nicht mögen, ja, dann schließen sie die Augen. Jetzt zeigen sie auch gleich nochmal aus der Nahansicht. Ich finde sie faszinierend und bin hier auf der Jagd und brauche natürlich das Auferlicht. Hier ist schon späte Abenddämmerung oder Nachmittagsdämmerung. Da haben wir sie also mit der Augenpartie eingefangen. Ja, apropos Licht. Licht kann man natürlich auch so mit solchen kleinen Taschenlampen realisieren. Und hier habe ich also eine besonders lichtstarke, ich leuchte Ihnen jetzt einfach mal rein, extrem lichtstark. Das ist hier also eine Nightcore Mini LED Taschenlampe, die kriegt man sogar an Schlüsselanhänger ran. Extrem lichtstark und das Besondere ist, wir haben sie optimiert. Die heißt dann, hier könnt ihr es sehen, Super Zoom Mini LED Taschenlampe, weil, warum heißt sie jetzt Zoom? Wir haben hier also einen Diffusor vor, den man sogar mit einer Hand zuklappen kann und jetzt hat man ein besonders weiches, breit streuendes Licht
Und ja, das ist Einhandbedienung. Und das ist also eine neutrale LED-Lampe, also neutrale Farbtemperatur. Hervorragend auch für Fotografen geeignet und für Videofilmer. Wir haben da auch so ein Special-Video zu gemacht. Ist mittlerweile auch Megaseller. Warum? Ja, es gibt eigentlich nichts Vergleichbares. Hier mit eingebauten Diffusor, Einhandbedienung, extrem lichtstark, angenehme, kein Farbstich drin, schöne, angenehme Farbtemperatur. Und das Ganze haben wir dann auch noch in einer Pro-Version, auch noch mit so einer Taschenlampenhalterung. Die kann man natürlich auch auf dem Stativ nutzen, aber eben auch hier auf dem Blitzschuh. Und Videofirma, die sagen, okay, ich will jetzt gar nicht so ein riesen Equipment mit mir herumschleppen und große Videoleuchten. Ich habe doch meine Super Zoom Mini-LED dabei. Ja, die können das hier also ganz schön einkoppeln und haben jetzt also hier wirklich eine fantastische Videoleuchte, die auch noch einen schönen breiten Spot und das kann man auch tagsüber sehr gut einsetzen, wenn jemand irgendwo vorm Fenster sitzt. Auffällig braucht man eigentlich immer, das unterscheidet Einsteiger- und Anfängervideos oft von besseren Videos, weil die sich dann um das Licht kümmern und auch ein gutes Auffälllicht dann oft in den Gesichtern haben. Das wirkt präsenter und viel besser. Wir haben ja hier auch jetzt Videoleuchten. Wenn ich mich jetzt hier in irgendeinen Raum stellen würde und wir hätten kein extra Licht, dann würden wir uns auch nicht besonders attraktiv präsentieren. Sie würden dann gucken, naja, irgendwo sitzt da ein Moderator oder steht da, aber so richtig erkennen kann ich ihn nicht. Also Videolicht, ganz, ganz wichtig, und man kann es eben hier mobil nachrüsten mit der Mini-LED. Man kann sie auch einzeln kaufen, diese Taschenlampenhalterung. Die Traumflieger Super Zoom Mini LED Lampe nutze ich hier für eine Langzeitbelichtung bei Nacht. Und ich mache hier also eine Langzeitbelichtung und währenddessen drehe ich mich um die eigene Achse, während ich die Taschenlampe mit dem Diffusor schwenke. Das ist ganz wichtig, dass der Diffusor da eingeschwenkt ist. Und hier sehen Sie also diese Orbkugel, die ich da mit dieser Traumflieger Super Zoom Taschenlampe erzeugt habe. Ja, und jetzt sehen Sie mal den Unterschied. Jetzt haben wir also oben diese Super Zoom Taschenlampe mit der Halterung und mit dem Diffusor drauf. Und Sie können, glaube ich, erkennen, unser Videofilmer schaltet jetzt mal kurz nacheinander ein und aus. Dann sehen Sie den Unterschied. Also so wäre es normal. Es fehlt Auffälllicht im Gesicht vor allem. Und jetzt eingeschaltet, ja, ist das Licht natürlich viel besser. Und das ist eben ideal für Videofilmer, die ein Auffälllicht eigentlich fast immer brauchen. Ja, natürlich auch, wenn es dunkel ist, jetzt auch in der Winterjahreszeit ist es schon nachmittags dunkel. Da kann man immer eine LED-Lampe gebrauchen. Und hier zeige ich mal, wenn ich den Diffusor einschwenke, wie viel mehr ich sehe ohne Diffusor. Und jetzt mit Diffusor wird das ganze Licht verteilt. Und ja, die Mini-LED ist auch extrem lichtstark. Hier ein Vergleich, eine handelsübliche Taschenlampe. Und rechts die Traumflieger Mini-LED-Lampe ist hier im Vergleich 4,7 mal lichtstärker. Ein Tipp, ein Megaseller. Viele sind da einfach begeistert, weil sie sehen. Ich selbst nutze das Ding auch, weil ich dann diesen Mini-Lichtspender immer dabei habe. Zum Beispiel auch, wenn ich joggen gehe. Ich gehe auch manchmal, jetzt ist es ja schon bald nachmittags dunkel. Da gehe ich gerne auch mal im Wald joggen. Und da habe ich dann eigentlich immer so eine Mini-LED dabei, weil die ist jetzt nicht anstrengend zu tragen, die merke ich beim Joggen nicht. Es gibt auch Leute, die mit Mini-Hanteln joggen, so ein Typ bin ich jetzt nicht. Aber ich brauche dann einfach eine LED-Taschenlampe. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Sturm und da sind einige Bäume entwurzelt und umgekippt. Da erkenne ich im Wald nicht viel und würde also auch wirklich stolpern. Da muss ich unbedingt Licht haben und so eine LED-Lampe, die habe ich einfach dabei, weil die wiegt nichts, aber die ist schön lichtstark. Also nicht nur für Fotografen, Filmer oder wenn man im Dunkeln irgendwas sucht, sondern auch jetzt in der dunklen Jahreszeit auch für Sportler, die draußen laufen. Wirklich toll, ich habe sie einfach dabei und finde sie klasse. Also so viel von Traumflieger als Geschenktipps. Wir konnten natürlich nicht alles vorstellen. Das sind einfach so Sachen, ja, die ich persönlich klasse finde, die ich dann auch wirklich oft im Einsatz habe und die ich brauche. Ja, und wenn ich eine Idee vermitteln konnte und Sie das eine oder andere Produkt vielleicht interessant fanden, würde ich mich freuen. Ja, ansonsten
wünsche ich Ihnen natürlich eine angenehme Zeit und ich werde nicht den Spruch gebrauchen, lassen Sie sich reich beschenken, der ist mir zu abgegriffen. Vielleicht trifft er auf Sie trotzdem zu. Ich wünsche Ihnen natürlich eine angenehme Zeit und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Und lassen Sie sich reich beschenken. Sie haben es wirklich verdient.